Folge geht heute, oder weiter geht heute mit Grid und damit herzlich willkommen zurück zur Season 3. Wir sind ja mittendrin im letzten, in der letzten Season und ja, heute geht's weiter mit dem Time Attack Hero. Ja, ich bin gerade auch aufgewacht, also bitte erwartet jetzt nicht irgendwelche Wunderdinge von mir. Schauen wir einfach mal, das was irgendwie halbwegs vernünftig hinbekommen. Ich muss mal gucken, wo wir stehen. Wir stehen bestimmt irgendwo wieder am Ende des Feldes. Irgendwo bei 12 bis 14. Ich sag mal so 14, 13, 14, 15. Dreh rum. Naja, gucken wir einfach mal. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihren Platz hier verdienen mussten. Sie werden jede Chance nutzen. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Okay, darauf kommen wir gleich zurück, denn jetzt geht es los. Okay. Ah, der 14er sind wir. Aber da wir nur einen Time-Tick fahren, ist es eigentlich egal. Da es eh nur um die schnellste Runde geht. Den ziehe ich mal kurz innen vorbei, wenn er mir da die Lücke ein bisschen zu weit auflässt, gehe ich mal rein. Den habe ich auch, aber warum fahren nicht alle an? Okay, ich dachte nur, dass da einige an der Fotze gefahren. Die fährt zum Beispiel mit einem X7. Ein Mazda X7, dann ist da vorne. Könnte ein BMW sein. Ah, du machst ja schon Druck gerade dahinter mir. Oder Mercedes, ich sehe es nämlich nicht richtig. Durch die. Der Typ ist schon wieder vorbei an mir gezogen. Ja, ich. Mach's ja nicht mehr. Ich weiß gar nicht, welche Strecke wir hier momentan sind. So, erster sind wir schon mal. Das ist wichtig, dass wir schon mal eine Strecke stehen, eine Zeit stehen haben. Dankeschön. Das wäre schön. Dafür schön die zugemacht. Hier haben wir da den kleinen Rammstoß, der hat gepasst. Noch. So, hier ist ein Subaru Impreza. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon der Führende ist. Nee, weiter nicht. Ach mein Gott. Ja, das war auch ein Assi. Das war auch Assi, da hat er schön zugezogen. Da hat er schön rübergezogen. Ich meine, das ist jetzt. Eigentlich müssen wir nicht holen, aber ich brauche halt die meine freie Strecke. Ja, schön durchgezogen, wie es verpasst ist. Ja doch, das dürfte Japan sein. Das dürfte Suzuka sein hier. Naja, klar, ist es auch. Das dürfte die Reverse-Strecke sein von Suzuka. Dürfte nicht. Tja, Pech gehabt, da kommst du nicht vorbei. Das ist auch keine Absicht. Ich bin wieder ein bisschen. Aber die Ecke muss ich echt aufpassen, weil.
denn los denn hier? Ja, jetzt habe ich sie natürlich wieder alle vor mir, ne? Die drei, die ich hier vor mir hatte, die habe ich jetzt wieder alle vor mir. Die Sonne, die macht es auch nicht, hat es auch nicht besonders einfach gemacht gerade. So. So. Das war jetzt gerade einfach nur ein Schuss, weil ich wollte da einfach durchziehen. So, es reicht auf jeden Fall auf Platz 1. So, okay. Dann haben wir es geschafft. 1 und 3 sind wir gefahren am Ende. Oh, passt so. Und das Civic war das. Aha, das war das, was ich nicht so erkannt habe. Okay, das war das, was ich für BMW oder so gehalten habe. Okay, gut. So, weiter geht's jetzt, glaube ich, mit Rennen 2, falls wir überhaupt noch ein zweites Rennen haben. Ich habe nämlich keine Ahnung, ich habe gar nicht wirklich drauf geguckt, jetzt, wenn ich ehrlich bin. Jeweils haben wir die Aufgabe schon mal gelöst. Es sind 3 Rennen. Okay, weiter geht's jetzt mit Crescent Valley heißt die Strecke, ja. Genau, steht ja auch da. 3 Rennen, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Hat den Crescent Valley Raceway erreicht. Was fällt dir dazu ein, Kristen? Man kann die Begeisterung förmlich spüren. Ich glaube, es gibt hier erbitterte Rivalitäten und die ein oder andere Rechnung zu begleichen. Die Grid World Series ist echt dramatisch geworden. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. Jo, dann gucken wir mal rein. Wir starten wieder als 13. Ist aber nicht tragisch. Na, hier mit dem RX-7. Der möchte unbedingt... Ah, oh, ich hasse den Cheaten. Geh mir auf den Arm ab jetzt. So, Angriff gegen den nächsten Wagen. Ich werde jetzt hier ein bisschen durch, klar. Kann ich hier nicht daneben sitzen gegen die zwei Jungs hier? So, der ist. Für der ist ja schon mal Geschichte. Und jetzt ist es halt, man kriegt keine freie Strecke. Und der wird wahrscheinlich schön wieder irgendwo vorbeigehen. Ne, kommt ja gar nicht dazu. So, ich schau mal in die erste Zeit, wie viel wert die ist. Da reicht eine Bestzeit. Das wird wahrscheinlich die finale Bestzeit auch sein, oder? Nicht?
Verwechselst du mit den Kollegen? Ja, der war das. Nicht der andere. Okay. Der lacht jetzt halt wahrscheinlich mit Assetto Corsa weiter, aber ansonsten müssen wir gucken. So, die drei Jungs hier, die hole ich mir. Mag, ohne dass ich euch da ein bisschen zwischenfahre. Dann habe ich zumindest wieder eine stückfreie Strecke. So, das nächste Auto ist da vorne. Und dann kommt der Teamkollege schon. Ja, jetzt wird es sein, dass er die 4 auf Platz 4 fährt. Und wir springen hoch, weil da haben wir nochmal eine neue Bestzeit auf 1. Ja, sorry, klar, die Runde ist schon mal gestrichen. Dass wir das Auto schön ins Rutschen gekommen. Dankeschön, dass wir genau in dem Moment. Jetzt habe ich dich. So, es wird wahrscheinlich eine neue Bestzeit war es, definitiv. Also die erste, die zweite Runde, die Runde war ja gestrichen. Platz 5. Schade, ich hätte den so gerne mit dabei gehabt. Gut, ein Rennen haben wir noch. Level 23 sind wir. Es gilt in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Oh, die Strecke wurde verlassen. Das könnte eine Strafe geben. So, 4 Runden, letzte Strecke. Auch hier geht's wieder. Wer fährt die schnellste Rennrunde? Ah, die habe ich verlassen. Das ist klar, die Runde ist gestrichen. Es ist schon mal jetzt klar, dass wir keine schnellste Runde fahren. Ne? Keine zählbare schnellste Runde fahren. Ne? Leider war es auch richtig, die Runde zu streichen. Ja,
Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht da zu weit rausrutschen. Ein bisschen vorsichtiger durch die Kurve, dass ich da nicht eine Strafe bekomme. Da kommen wir durch. Ich brauche nur eine wirklich zählbare und gute Runde. Dann. Da vorne fighten unser Rivale und unser Kollege, Teamkollege mit dabei, miteinander. Halt mich natürlich jetzt gerade extremst auf. So, den habe ich jetzt schon mal kassiert. Ja, ist klar, gerade muss ich ein bisschen aufpassen. Die macht sich gerade einfach. Wir führen momentan vor unserem. Nee, nicht vor unserem Teamkollegen, klar. Ja klar, weil wir uns extrem aufgehalten haben, sie haben wir keine wirklich gute Runde fahren können. Ja, das ist ein Kunden für die Strecke hier, ja. Vorletzte Runde war heute. Das wird auch wieder keine neue letzte Runde werden, weil der wieder Zweiergruppchen vorne kämpft. Der zieht, der sagt, nö, ich. So, jetzt habe ich vielleicht mal Plan, an den beiden vorbeizugehen, der Ball. Das war die eine Lücke, die ich brauchte. Es wird keine neue Bestzeit werden. Das ist halt das Problem, wenn du dann immer so ein Zweiergrüppchen triffst. Du kommst nicht vorbei. Also zumindest kannst du kommst schon vorbei, aber das reicht nicht für eine schnelle Runde. So, es ist tatsächlich nur Platz 11 von den Kollegen. Wir sind Erster. Schade. Okay. So, leider reicht es nicht. Leider reicht es nicht, war das zweite Auto da vorne drin. Wir haben die beiden Subaru Impreza von dem anderen Team mit dabei. So, dann sind wir durch für heute. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr dann mit dem... Ah, wir haben kaum mal so viele Dinge. Das sehe ich gerade. Da sind hier die zwei am Ende. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns morgen wieder mit dem GT4 Legend. Aston Martin Vantage. Bis dahin. Tschüss.